Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 5. Februar 2019. Heute ist ein wichtiges Thema: Liebe, Partnerschaft und Familie. Eine Lernaufgabe zeigt hier dieses Bild. Wir lernen gerade etwas in Harmonie bringen. Und das bedeutet, geben und nehmen muss im Gleichgewicht sein. So entsteht Harmonie. Wenn diese Waageschale kippt und diese Geben und Nehmen nicht mehr im Gleichgewicht ist, dann fühlen wir als Opfer. Und wir lernen gerade aus diesem Opferrolle raus. Und die Löwe-Sonne-Symbol zeigt, zum uns selbst stehen. Wir brauchen diese Selbstbewusstsein und stolze Haltung. Es gelingt uns sehr gut, die Gleichgewicht herstellen in die Liebe-Partnerschaft. Und das ist Harmonie. Ich wiederhole es nochmal, geben und nehmen in Gleichgewicht halten. Was die Handlungen betrifft, die Gespräche, die Kommunikation, die Verbindungen, dieses Bild zeigt, es geht viel in die Richtung Familie, oder Kontakt, Gespräch über die Familie oder mit Familienmitgliedern zeigt auch dieses Bild. Mutter-Kind, Beziehung, Kontakt, Gesprächen. Aber dieses Bild hat auch eine symbolische Bedeutung und das Kind symbolisiert Neuanfang oder Neuigkeiten. Und das bedeutet mit anderen Worten, wir können mit einer Nachricht rechnen und kommen die Neuigkeiten. Jetzt schauen wir an unseren Gefühlen. Dieses Bild zeigt, wie wir uns gerade fühlen. Einmal sind wir der König oder die Königin, anderes Mal sind wir die Hofnarr. Aber wenn wir meinen, dass wir etwas falsch gemacht haben und suchen wir die Schuld an uns, dann stürzen wir in die Tiefe, weil dann entsteht Schuldgefühl. Dann sind wir wirklich ein Narr. Sondern wir sollen das mit Humor betrachten. Es gibt Tage, wo wir herrschen können und beherrschen wir den Tag und haben wir die Krone. Dann können wir stolz sein. Es gibt aber auch Tage, wo wir mit linken Fuß aufstehen und wir stolpern andauernd und sind wir ein bisschen tollpatschig, dann sollen wir darüber lachen und sagen, auch heute bin ich nicht die Königin, heute bin ich eben dieser Hofnarr, wie witzig das ist. Morgen herrsche ich wieder. Also nicht in die Schuldgefühl fallen, sonst stürzen wir in die Tiefe. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Reiel und hat den Zahl 29. Engel Reiel ist Engel der Befreier, Befreien von Schuldgefühl, Befreien von Opferhaltung. Engel Reiel ist auch Engel der Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit, lässt uns die Zukunft wissen durch Eingebungen, schützt uns von Lügner und Betrüger, befreit uns von Gegner, hilft uns eine positive Ausstrahlung gelangen, stärkt unsere Wille, stärkt unsere Kraft, begleitet uns
durch Meditation. Seine Tugend ist die Freiheit. Engel Reiel wird zugeordnet zu Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst. Sonne steht aber eine enge Verbindung zu unserem Herz. Also wir müssen auch mal auf unserem Herz achten, unserem Herz stärken. Steht in Verbindung zum Feuerelement und das ist die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Setzt auch einiges in Bewegung und steht zu Tierkreiszeichen Löwe. Dieser Engel steht in Verbindung zum Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Wenn das nicht in diesem Leben, dann eben im nächsten Leben. Erzengel Zadkiel ist barmherzig, gütig und Engel die Erinnerungen. Hütet den siebten Strahl des Lichtes, die violetten Flamme. Und diese violette Flamme symbolisiert die Wandlung und Veränderungen. Und das war meine heutige Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.